das ist mein Badezimmer und ihr seht, ich habe hier so ein Wandtattoo aus Kirschblüten. Die waren eigentlich an dem Schuhschranktür dran, aber ich habe mir die abgemacht und hier dran getan und da habe ich dann diese Schmetterlinge dran getan. Und ja, Leute, hier ist mein Waschbecken und daneben habe ich so ein hingetan. Also es ist schon gekauft, es ist jetzt nicht wirklich Pappkarton. Und da habe ich einfach meine ganzen Sachen reingestellt, damit es einfach ordentlicher aussieht. Und hier habe ich dann so mein Waschzeug, was ich immer benutze. Die habe ich dann auch hier draußen stehen, weil hier drin einfach kein Platz mehr ist. Meine Zahnbürste und da hinten habe ich meine Handtücher. Ja, das schmeiße ich immer so hin, so ein bisschen zerknüttelt. Aber, ach, die Sachen, diese Handtücher da hinten. Diese Handtücher sind von Pip Studio und ich liebe sie einfach, weil die so schön girly aussehen, so Flower Power sind. Und dann kann ich euch auch nochmal zeigen, was ich hier drin habe. Hier drin habe ich einfach meine Schminke. Und wenn ihr mal eine Schminksammlung sehen wollt, dann schreibt mir das einfach unten in die Kommentare. Ich könnte das mal so aufsplitten und euch mal alles zeigen. Dann habe ich hier meine ganzen Lippenstifte drin und hier habe ich so Steckohrringe und hier drin habe ich die Langohrringe. Weiß nicht, ob ihr es seht. Ja, also da sind auch noch die ganzen Ohrringe drin. Was habe ich hier drin? Ach so, einfach so Tüten oder Nagellackentferner und sowas. Und hier unten habe ich auch eigentlich nur so Sachen drin, die ich brauche. Wie zum Beispiel Wattestäbchen, Tampons oder hier hinten habe ich auch noch so Creme drin. Falls mein leer wird, kann ich direkt eine neue aufmachen. Hier habe ich Rasiersachen drin. Ja, das war's. Hier in der Ecke habe ich noch so einen Spiegel stehen, aber den benutze ich nie. Dann mein Bad. Auch nicht so spannend hier, weil ich nehme nie ein Bad hier. Ich gehe immer duschen und da gehe ich in das Badezimmer von meinen Eltern. Und ich kann euch nochmal ganz kurz zeigen, wie es hier aussieht. So sieht's aus. Und wir gehen jetzt mal in den Keller, wo mein Büro steht. Und an der Tür, zeige ich euch noch ganz schnell, habe ich die Sachen dran gehangen. Die ich zum Beispiel, also die habe ich gerade neu bekommen. Normalerweise habe ich hier auch noch meinen Bademantel hängen. Und ja, die Jacke ist so, so schön. Die habe ich bei Asos bestellt. Und wenn es die noch zu kaufen gibt, dann kann ich den Link unten in die Infobox tun. Und dann habe ich hier noch mein Brautjungfernkleid. Sehr, sehr schön. Ihr könnt es ja in die Kommentare mal schreiben, wie ihr es findet. Ne? Und wir gehen jetzt mal nach unten. Laufen wir die Treppen runter und da ist mein Zimmer direkt neben so einer Couch und wenn ich kein Internet habe, chill ich auch immer draußen vor der Couch oder hinter meiner eigenen Tür und ja, ich laufe jetzt mal in den Keller. Abends habe ich trotzdem Schiss vor dem Keller, ich weiß nicht warum, ich habe wahrscheinlich zu viele Horrorfilme geschaut oder sowas, aber hier unten ist es sehr unordentlich, weil wie gesagt, ich studiere Modedesign und hier habe ich zwei Nähmaschinen stehen. Einmal so eine normale Nähmaschine, Industriemaschine und meine Kettemaschine. Dann habe ich hier mein Bügeleisen stehen, was noch nicht angeschlossen ist, weil ich noch nicht weiß, wo ich das hinstellen soll. Und ja, also das sind wirklich alte Maschinen, aber die nähen so, so gut. Und dann drehe ich ganz kurz mal die Kamera um. Wie gesagt, da sind die Industriemaschinen und dann habe ich hier direkt meinen Schreibtisch stehen und hier noch so ein Karton von dem Zeug, was ich bestellen musste für die Schule und zwar so Wattezeug. Also wirklich, ich dachte mir so, oh, bestell's mal ein Kilo und dann kam direkt so viel und dabei musste ich nur so wenig füllen. Also mit dem Einschätzen habe ich es nicht so, aber ja, hier ist so mein Computer. Dann habe ich hier noch so mein Sketchbook für die Schule, wo wir dann so Sachen irgendwie so recherchieren müssen und dann müssen wir die hier reinkleben und am Ende wird das dann eingesammelt und das sind die Stoffe für, ja, für das Seidenprojekt im Moment, weil wir machen Seidenkleid und ich finde alle Stoffe irgendwie hässlich, aber okay, man muss ja was draus machen. Dann habe ich hier noch so zwei schöne Blumen.
okay, die sind nicht mehr schön, weil da ist nichts mehr dran. Aber ich habe auch noch sozusagen so einen Ausblick in den Garten. Also im Sommer ist es schöner, weil da blüht auch was. Dann habe ich hier so eine Fake-Blume stehen, damit es so ein bisschen fröhlicher wird in meinem Zimmer, Büro. Und hier habe ich die ganzen Bücher drin stehen oder Sachen, die ich für die Schule brauche. Das war eigentlich mein Büro. Auch hier habe ich wieder so einen Sessel drin stehen, was so aussieht wie eine Hand. Und Leute, ich habe Aktzeichnen. Also es ist wirklich sehr, sehr komisch, wenn du irgendwie einen Mann zeichnen musst. Bei Frauen war es ja noch okay, aber wenn du dann einen Mann zeichnen musst, dann ehrlich, ich dachte mir so, oh mein Gott, ich will nach Hause. Irgendwie ist das komisch. Ich finde es schon allgemein komisch, nackte Menschen zu zeichnen. Und du musst die ja wirklich anstarren und wirklich genau anstarren. Bisschen komisch. Wer hat denn von euch auch Aktzeichnen? Schreibt mir das unten einfach in die Kommentare. Oder sagt mir einfach, wie ihr es findet, wenn ihr nackte Leute zeichnen müsst. Aber ja gut, hier habe ich so eine Puppe stehen. Manchmal erschrecke ich mich wirklich. Ich denke mir so, irgendjemand steht hinter mir. Und da habe ich so meine Schnittmuster hängen und hier auch noch so eine Schneiderpuppe. Sagen wir einfach mal Schneiderpuppe. Wir wohnen ja in Deutschland. Und jetzt gehen wir wieder nach oben und ich beende dann das Video auch mal. Wenn ihr noch Videovorschläge habt, dann einfach mir unten in die Kommentare schreiben und ich werde versuchen, sie abzudrehen. Und hier an der Seite habe ich noch zwei weitere Videos für euch. Also falls ihr Langeweile habt und gerade nichts zu tun habt, könnt ihr gerne weiter meine Videos anschauen. Und wenn ihr up-to-date bleiben wollt, also immer auf dem neuesten Stand sein wollt, wenn ich ein neues Video hochlade, dann einfach unten auf den Abo-Button drücken und dann seid ihr up-to-date. Und dann würde ich mal sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bye! Mua.